So, ich warte jetzt extra, bis du ihn angeschrieben hast. Mich auch. Oh, ist er raus? Ich habe einen Pling gehört. Ja, ich bin gerade auch auf, hab mein PC umgestellt. Ich bin jetzt gerade schnell geschrieben. Okay. Ich denke, er ist raus. Hoffentlich bleibt er auch draußen. Naja, der hätte Ben nicht lang mitgemacht, weil er so ein Rage-Typ ist und zwei Runden spielt und sich dann aufregt, dass er einen Panzer in den Arsch bekommt. Wobei das Mario Kart ist. Oh, wir sind noch zu siebt, einer ist raus. Hä? Also noch ein weiterer. Stimmt, wer? Yoshi war das jetzt, ne? Ja. Nein, der ist noch drin. Aber einer ist raus. Einer von uns acht. Wer ist denn da jetzt raus? Blondie. Oh, Neon ist Blondie, raus. Ja. Neon ist raus. Hat der Internetabbruch gehabt? Keine Ahnung. Kannst du ihn ja mal nach dem Rennen anschreiben. Ja, mach ich jetzt. Ich meine, du kannst ja zur Not dann einfach gucken in dem Stream, also in deiner Aufnahme, wie viele Punkte er hat und das rechnest du dann dazu, wenn er wieder da ist. Ja, ich werde das dann dementsprechend zusammenrechnen, aber dann werden die Punkte jetzt bei der Strecke, die fehlen ihm dann. Ja. Er kann gern wieder reinjoinen. Aber ja. Das ist dann halt das Minus, was er hat. Ich glaube, das werde ich dann auch wirklich dann so machen. Wenn einer halt rausfliegt, dann fehlt ihm halt für das entsprechende dann die Punktzahl. Genau. Das halt nur zusammenrechnen am Ende. Weil was wegen jedem kleinen bisschen jetzt immer wieder neu starten, ja. Nee. Nee, da hätte ich keine Lust. Boah, das kommt ja sehr häufig vor, dass Nintendo so sagt, nee, du, hab meine Fehler bei der Datenübertragung. Nein. Ja, du. Lass mich. Nein. Och. Wow. Boah, war das knapp. Rosalina ist einfach mal nicht in den Drift gegangen, sehr gut. Nicht in den Drift gegangen? Nicht, genau. Ja, ich hatte keinen Bock. Das Problem kenne ich. Wenn die Charaktere halt zu langsam sind, dann wollen sie erstmal nicht. Nein. Das ist meistens so, wenn du gerade vom Blitz getroffen wirst und dann willst du driften und dann geht's nicht, weil du noch zu lahmarschig bist. Ja. Le Blue. Oh, Le Blue. Steht nicht auf dich. Oh, auch wenn du runterkommst. Ne? Oh, Bums. Okay. Oh Gott, Snobara. Ah! Aha. Oh, wen hab ich getroffen? Verdient. Snobara, das war schön. Ich bin vorne. Wieso kriege ich kein Item? Versuch's mit einer Item Box. Grün. Möchtest du den Grün mal näher kennenlernen? Nee. Ey, zündet er echt noch einen Pilz und haut von meiner Druckwelle weg. Alter, was war das für IQ 9000 Move? So, hat irgendwie jemand den angeschrieben oder so? Neon hat mir noch nicht geantwortet. Och, nee. Oh, Luna, deine Lieblingsstrecke. Das aufgeregte Stadion. Excited Bike! Oh mein Gott, mein Arm! Oh! Den Knack habe ich gehört. Oh mein Gott! Okay, er antwortet mir jetzt gerade. Vielleicht hätten wir noch warten sollen mit der Auswahl. Ich habe noch nichts ausgewählt, okay, aber... Okay, sehr gut, sehr gut. Wesentlich ein, wieder mitdenkt. Ich kann es, glaube ich, nicht ewig hinhalten. Wird ja irgendwann Ja, jetzt wird gestartet. Wähl aus. Ja, ich habe da noch ein paar Sekunden. Macht spannend. Boah, ich muss mich halt überwinden, diese Strecke. Alles klar, okay. Neon wird nicht mehr zurück... wird nicht zurückkommen, nein. Warum? Oh. Will ich jetzt hier nicht sagen. Okay. Ist schade, aber ja. Ja. Wenn es von Keanus Aussage her sowas Wichtiges ist, dann ja, gut.
Ist was Persönliches. Ist halt nicht immer unvermeidlich, dass dann doch Leute aus irgendwelchen Gründen weg müssen. Mhm. Also belassen wir es dabei. Ja, okay. Aber wenigstens hat er mitgemacht. Ja, ich kann ja trotzdem mal seine Punktzahl zusammenzählen. Ja, ja. Obwohl, muss ich ja gar nicht. Wird ja angezeigt. Da bekommt er die Ehrenurkunde plus. Ja. Er kriegt eine Teilnehmerurkunde. Genau wie Toad. Yuki! Wollt ihr ein Geschenk machen? Ja. Also, du magst doch grün, oder nicht? Ich hasse diese Strecke. Ja, die Strecke hasst dich auch, Luna. Aua. Ich hab gehört, Yuki mag rot. Ja. Mag ich tatsächlich, da krieg ich den nächsten. Oh, danke. So viele Geschenke. Oh, das Smashy, hier, ich hab drei grüne. Nobara? Ja. Magst du's heiß? Nee. Ich meine nicht Kartoffel. Spätestens bei Donut muss ich mir schnell einen Donut holen. Hat der Grüne jetzt echt meinen Roten abgeballert? Ja, anscheinend. War das deiner, Keanu? Nein, genau. Nein, ich hatte einen Pilz. Hilfe! 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 Nein! Oh, oh, hallo. Keine Ahnung. Cool. Was macht Nobara da vorne? Nicht meine Strecke. Fuck die. Das ist genau wie bei Mario Party, weißt du? Solange sie nur A drücken muss und nichts anderes, gewinnt sie. Sag. Das ist Nobaras, Nobaras Spezialfähigkeit. Einfach nur A drücken. Ja. Nein. Ja, das kann sie echt gut. Muss man schon sagen, daran ist sie richtig gut. Da kommt der Andy. Der Andy kommt. Hast schon mal den typischen Andy-Witz gebracht? Jo, haben wir. Nein. Wo ist der Hund? Ich fühle mich richtig unwohl, weil der Hund hier nirgendwo ist. Wo ist der Hund? Oh, Nobara. Oh. Noch mal meinen roten schnüppeln lassen. Also ich gönne ja hier wirklich allen was, ne? Außer Nobara. Oh, Nobara, was ist mit dir passiert? Und Smashy und Rosalina. Aber sonst gönne ich allen wirklich was. Wow. Wow. Nein. Nein, ich gönne schon allen alles, aber nicht Nobara. Das ist wieder richtig wow. Nett, ey. Dankeschön. Bitte. Doch, eigentlich schon, aber du hast es dir selber eingebrockt heute. Das muss man aber auch sagen. Das wirst du mir wieder ewig vorkauen. Nee, nachher nicht mehr. Wenn wir fertig morgen aber nochmal. Nee, wenn wir fertig sind mit dem Turnier, ist alles okay. Ich mag dich ja immer noch. Ich hasse dich. Nobara ist mein Weihnachtsmarkt-Buddy. Weihnachtsmarkt-Buddy? Wir treffen uns jedes Wochenende und dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt immer. Auch im Sommer. Ja. Wir müssen uns den Mutzen holen im Sommer. Ich will auch. Ich glaube, der Mutzenladen hat sogar vor unserem Stand auch im Sommer Mutzen. Also unser Dom hatte auch immer Mutzen. Fun Fact, in einigen Teilen Süddeutschlands heißen Mutzen Nonnenfürzle. Was? Was? Ja. Ja. Das ist so ein komischer Name. Das wird schon ein komischer Name, ja. Yuki. Ja? Du musst mir wieder alles klauen. Oh, Smashy, du sagst meinen Namen und schon hol ich meine Banane raus. Was? Oh. Oh. Hab sie da hingelegt. Ich kann das jetzt verstehen. Smashy ist schon ein Schnuckerchen. Das Smashy hat mir angeboten, mir ein Spiel zu kaufen. Aua! Was hast du jetzt davon? Oh Gott! Was auch immer mich gerammt hat. Ich hab meine Banane. Ja, aber die fleischfressende Pflanze ist ja auch ohnehin gefallen. Welche von beiden? Und Keanu, ich weiß, dass ich ein Schnuckelchen bin. Ja, da holt man die Banane gern mal raus. Wow, mein Pit war geklaut in der Abkürzung mit der Sprungschanze. Ich hab kein Item gehabt. Ja, Nobara war's echt nicht. Ich hab deinen Pilz gemobbt. Ich bin runtergekommen. Oh, Rosalina ist hinter mir, oder? Ich bin ja voll überall. Nein, ich sehe wieder nichts. Alter. Das ist keine Tinte. Mach die Augen auf. Das ist mein Spruch, Keanu. Und? Oh. Au. Oh Gott. Oh je. Glück hat Rosalina die komplett mitgenommen. Mhm. Ich will wieder zündeln. Lass mich zündeln, bitte. Och, Mann.
Pilz-Action. Ich weiß nicht, was bereue, wenn ich das sage, aber ich fühle mich so einsam hier vorne. Warte, komm ja gleich da. Ey, kaum hab ich's gesagt, schon sehe ich einen blauen Panzer auf der Map. Nein! Oh? Nein! Geh weg. Aber das schaffe ich noch, der kriegt mich nicht mehr. Oh. Ich hab ihn heraufbeschworen. Da waren drei Grüne. Das war die letzte? War die letzte Runde. Ich hab gedacht, kommt noch einer. Boah, die Piranha-Panzer war sehr gefährlich. Also, Nubara war auf dem zweiten Platz, was ist denn da los? Ja, ja. Ihr habt richtig gut gespielt. Ich wurde aber auch nicht die ganze Zeit traktiert von der Piranha-Pflanze. Oder auch nicht für die ganze Zeit von dem Feuer. Und Yuki hat mir auch nicht die ganze Zeit irgendwas vorher noch reingeworfen. Oh je, jetzt wird's schnell. Jetzt wird's Highspeed. In der stillen Stadt. Mute mich mal kurz. Und hat jemand von euch F-Zero 99 gespielt? War's yep. 99? Ja. Was war es nicht? Ist ein geiles Game. Ist sehr nice für zwischendurch mal ein paar Runden. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Tag später, nachdem das draußen war, gar nichts mehr davon mitbekommen. Ich glaube, ich habe das nur mal im Freizeitcenter gespielt. F-Zero 99? Auf der Switch? Nee, dieses ganz, ganz alte. Das ist auch von GameCube war echt cool. GX. Habe ich nie gespielt. Alter Luna! Geh weg! Ich hol gleich den Hundefänger! Upsi, schon wieder? Ja. Schon wieder ganz gemein zu mir. Zack. Hättest du nicht vorab schießen können? Nein. Ich hab doch gesagt, ich kann hier zwar nichts gewinnen, aber ich bin hier, um euch zu sabotieren. Hä? Bin ich da so rausgerutscht gerade? Ich habe mich entschieden, auch zu sabotieren, weil ich kann auch nicht mehr gewinnen. Ach doch. Einfach mal. Oh, wir das ich bin viel zu weit weg. Einfach ein paar Winstreaks und so. Am Anfang warst du doch erst irgendwie die ersten paar Rennen, oder? Die ersten paar, ja. Also, ich hab aber auch viele Sachen gerade in meinem Kopf, Gedanken und so weiter, über die ich... Ich bin also nicht 100% bei der Sache gerade. Und ich werde ge-Mario Kartet. Oh, der Tunnelblick ran. Das kann gerne mal passieren in dem Spiel. Ja, irgendwie. Oh Gott. Ja, Kürzung! Naja, der eine noch nach hinten. Und auf dem Wahrheit der landen kann. Bei der Abkürzung ich habe die Abkürzung irgendwie überlebt. Oh nein, ich sehe schon wieder der was Blaues. Der Panzer hat mich vor der Strecke geboxt. Voll. Natürlich ist Luna wieder hier vorne. Braucht ihr das Spiel? Das ist gratis. Ich muss sie Andy, aufhalten. Verdammt. Ich muss diesen Hund aufhalten. Gratis. Das gratis Zeug ist nicht an der Leine zu halten, sag ich dir. Nein! No. Nein! Das hat jetzt meinen Plan versaut! Ich hätte Luna bestimmt voll mit dem grünen Panzer abschießen können und dann mit dem Pilz vorbeiziehen. Da kommen sie alle. Wir hatten schon wieder den scheiß Blitz gezündet! Aua. Nubara? Okay. Nee, ich hab ein Bomb-Bomb-Ding hier Kugelwilli gehabt. Bin an Yuki noch vorbei, glaube ich, oder? Nee, ja, wir alle. Ich war Dritter auf der Ziellinie, also irgendwie so 5 Meter vor, und dann kamen alle, haben mich abgeschossen auf dem 8. Ja, das kenne ich. Und schon das hab ich so oft. Schon nur dritter Platz. Das tut weh. Babypark! Oh Gott, nee. Babypark!